Wenn das hölzerne Klappern der Klumpen zu hören ist, dann sind wieder 5 Jahre ins Land gegangen und es ist Zeit für das beliebte Öfter-Overbecker Trachtenschützenfest. Ein Höhepunkt der Feierkultur im Münsterland. Seit 295 Jahren ist das Klumpenschützenfest bereits eine riesengroße Attraktion der Region. Die Trachten sind original und originell. So tragen die verheirateten Männer die blauen Kittel und eine Melone. Die unverheirateten Männer sind an den blau-weiß gestreiften Kitteln zu erkennen. Und die Damen sind in ihren schönen und bunten Trachten zu bewundern. Der Aufmarsch auf die Festwiese kann beginnen. Und auch der Schützenvogel hält Einzug. Circa 1000 Zuschauer und ja, eigentlich muss man sagen, regelrechte Fans des dreitägigen Spektakels sind hier versammelt. Von Großeltern über Kinder, Enkel und Urenkel. Hier wird Brauchtum leidenschaftlich mit Leben gefüllt. Hallo. Und alle freuen sich, das noch amtierende Königspaar Bernd Klebermann und Sabrina Ribbekamp noch einmal in Amt und Würden zu sehen. Dann wird es langsam still, denn die musikalische Darbietung unter anderem der Jagdhornbläser erschafft eine wirklich feierliche Atmosphäre. Zuschauer sind begeistert und bereit für das Highlight des Tages, die Tanzvorführungen. Reinhild Möllmann hat auch in diesem Jahr die tänzerische Gesamtleitung und hat monatelang mit den Tanzgruppen für diesen besonderen Moment geprobt. Sowohl mit den Erwachsenen als auch mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen und natürlich auch mit den Allerkleinsten. Wir tanzen 3 Generationen. 57 Tanzpaare haben sich den ganzen Sommer auf diesen Tag vorbereitet. Und das Akkordeontrio um Marita Underberg, Annette Diekhoff und Gertrude Knufmann spielt virtuos zum Tanz auf. Reinhild Möllmann sagt, tanzen, das ist träumen mit den Beinen. Und das ist nicht nur poetisch ausgedrückt, sondern beim Zusehen auch wirklich zu erkennen. Der Spielmann ist immer noch nicht da. Er kümmert aber noch. Denn ohne die Musik kann das Mädel sich nicht drehen. Das Mädel sich nicht drehen. Und als Höhepunkt der tänzerischen Darbietung machen sich die Tänzer jetzt noch für den Flieger bereit. Die Zuschauer und das Königspaar sind beeindruckt und begeistert. Morgen geht's weiter. Dann ist die Hauptperson erstmal der Schützenvogel. Denn nur wer ihn bezwingen kann,
der wird der neue König.